Move, bis wir ein vernünftiges Moveset reinbringen. So. Heißes Kälte ist auch nur eine Attacke für sich. So, versuchen wir es nochmal so. Und dann probieren wir es in der nächsten Folge nochmal neu. Irgendwann muss dieser Dealien doch mal besiegt werden. Besiegt werden können. Naja, bis dann. So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Und wir machen heute weiter mit dem nächsten Versuch. Oder nächsten Versuchen. Wer weiß, wie weit wir heute kommen. So. Dann probieren wir es heute damit. Dann setzen wir erstmal die Legis vorne als die erste Wall. Und dann hoffen wir, dass wir ihn kriegen. Na los, versuchen wir es. Versuch Nummer 4. Die jetzt zum Siegen. Leberlo und Partyfrosch. Er hat wieder den Konter, okay. So, Glurak wird er mit dabei haben. Das bin ich mir ziemlich sicher. Also dafür habe ich ja noch Inteleon. Und Siberio. Also Inteleon hauptsächlich. Guck mal, so rum. Er kann Spukball! Ernsthaft, was kann das Viech? So, lass mal das Gigant mit Gigant nimmt das Pantyfrost aus dem Kampf. Aus dem Dings, ne? So, dass der schon mal weg ist. Dass der nicht irgendwie Probleme hat mit dass der schon mal mit dem Drachen keine großen Probleme kriegen macht. So, jetzt versuche ich mit Dynamax-Kanone das Libero rauszunehmen. Da, fast. So, ist jetzt schon mal Glurak ein. Okay, versuch dir schon mal so richtig Schaden zu machen, Digga. Ich warte, ich mach's anders. Dann nehme ich die Psycho-Klinge für Libero und die Dynamax-Kanone für Glurak. Dass der Glurak schon mal großen Schaden zufügen kann. Wenn ich an der Wall vorbei bin, an dem Glurak, dann müsste das Ding eigentlich so sein, weil ich habe mein Dynamax-Pokémon damit. Und dann habe ich, das auch nicht. Ich vermute, dass er Max-Max auspacken würde oder so heißt. Geht das noch Spukball. Ich hab jetzt Psycho-Klinge. Damit ist das Libero schon mal raus. Ja, mal gehen, ja. Gut, das war so cool. Gut, dann hatte ich. Dann könntest du jetzt versuchen, die könntest jetzt die Dynamax-Kanone auf jeden Fall ab. Ah, fast sogar! Fast sogar komplett! What? Okay! So, da. Geht's weiter mit der Dynamax-Kanone auf Inteleon. So, Glurak ist schon mal down. Die große Gefahr ist schon mal gebannt. Das Signal, das jetzt auch darum geht, ist klar. Das heißt, dann nehme ich den mal Siberio rein. Halt. Solarklinge.
muss Zakian halten um eine Runde auf jeden Fall. Wieder geht's 10 schon. Bitte. Ah, die da. Natürlich die. Ach, die Initiative. Ne? Du spielst das Ding Wassersäule, damit hast du verloren. Die Solarklinge sollte reichen. Um Dings zu ownen. Wir haben's. Wir haben's, liebe Leute. Wir haben's. Oh Gott sei Dank, im vierten Versuch kriegen wir es hin. Es muss jetzt tatsächlich wieder Legi-Wall auch gebaut werden, um diesen Dilien in den Doppelkämpfen zu bezwingen. Katze, ja, warte schon. Der Kampf gegen dich ist immer etwas Besonderes. Mit deinem Sieg über mich bist du im Rang gestiegen. Du bist echt der Wuchkämpf. Ich bin mir sicher, dass der Anfangshürde im Kampf über dich und deine Pokémon kein allzu großes Hindernis sein würde. Aber wenn ich immer mit dich in der Kampf erwartet, so einiges im Petto. Das war schließlich erst der Anfang. Ja, aber das werden wir nicht durchziehen. Wir haben es tatsächlich geschafft, liebe Leute. Eine Handvoll Hitzigminze. Und dann haben wir es gepackt. Boah, es musste tatsächlich erst die Wall aufgebaut werden, um ihn zu bezwingen. Jo, damit wären wir dann eigentlich sogar durch. Ja. Aber dadurch, dass noch ein bisschen was zu tun ist. Wir möchten als nächstes, habe ich nicht nämlich... Kann ich nicht... Warte mal. Nee, genau. Ich weiß wo. Wir haben nichts, eigentlich nichts mehr zu tun. Ich möchte gerne nochmal die Natur-Zone ein bisschen mit euch quatschen. Plateau. Ja, weil eigentlich sind wir jetzt durch. Ja, es fehlt eigentlich theoretisch noch das Champ-Turnier. Also das Dings-Turnier. Rein theoretisch zumindest. So. Gucken, was wir da hinten noch haben. Ja, eigentlich wird, wie gesagt, noch das eigene Turnier. Wir können ja ein eigenes Turnier mittlerweile erstellen. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir wahrscheinlich nicht machen, weil wir sind eigentlich durch mit Let's Play Pokémon Schwert. Stalos habe ich schon gefangen. Den habe ich mir aber früh gefangen. Weil wir, ja, wie gesagt, wir sind eigentlich hier komplett mit. Das werde ich auch eins um die, einen. Das habe ich schon. Was haben wir denn hier? Pokémon wechseln. Okay, wir haben einen... Ah, warte mal. Wie ist das Viech? So, bitte wieder suchen. Aber ich kann alleine kämpfen. Ja, wir probieren es nochmal mit dem 3-Sterne-Kampf hier. Weil, ja, wie gesagt, wir sind eigentlich durch. Ich danke, wie gesagt, euch fürs Zusehen. Ich habe Spaß auf jeden Fall mit euch dabei gehabt. Dieses Let's Play anzusehen. Wir werden auf jeden Fall demnächst weitermachen mit Flitiamo, heißt es. Mit Pokémon Let's Go Evoli, das wird jetzt das nächste kommen. Und ja. So. Auf Flitiamo mit Dino Frost. Ja, ich freue mich schon vor der 5, dass er dabei war. Komplett bis zum Ende. Wir haben einiges gesagt. Gut, ich hätte es in der letzten Folge eigentlich schon gerne geschafft, aber es musste, um die den zu besiegen, dass ich ja die Legi Wall aus Zakian und in die Nalos her, um ihn dann am Ende zu ownen. Er hat einen sehr harten Kampf uns geliefert, definitiv. So, der Cavalor, klar. So, dann einmal kurz. Schon die Hälfte der KP weg. Sehr gut. Ich möchte das Pokémon ja hier fangen.
Eins. Das ist wieder die sein, okay. Evoli. Ich glaube, es ist Level 30 oder so wird es wahrscheinlich sein. Jawohl, und jetzt nochmal. Evoli, komm, Ruckzuckhieb oder so. Ne, flieht ja. Ich gehe auf das Evoli rein, okay. Auf wieder eine scheiß rechten Hand. Spiel war ein bisschen was anderes. Weil dadurch kriegst du von mir nichts. Dadurch kriegst du die Barriere kaputt. Ich hätte die, ja, das Viech mich wahrscheinlich weggeholt. Ich kann nicht Windschuss rein. Okay, Windschuss sieht auf mich. Das sieht mir aber so wie gar nichts ab. Natürlich, dass ich jetzt hier Lake. Und das war's. Wir haben's! Glitzer Raid. Ja, alles andere wird jetzt offscreen kommen. So, Hyperball. Ja, wie gesagt, nächstes Mal wird jetzt Baby Pokémon Let's Go Evoli gehen. Da geht's nämlich morgen schon. Hoffentlich morgen fertig, ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, morgen 18 Uhr ist der Plan zumindest an der Sache. Wir haben hier fast 70 Folgen gebraucht, um dieses Let's Play abzuschließen. Aber wie gesagt, weil auch viel dazu passiert ist, wo wir unsere Probleme hatten. Jetzt auch die Linie, jetzt glaube ich am 7. oder 8. Versuch jetzt down zu kriegen, war. So. Lydiamos Geschichte ist unser Pokémon. Ja, und dann danke ich euch fürs Zusehen, liebe Leute, bei Let's Play Pokémon Schwert. Ich danke euch. Ich freue mich, wenn ihr aber auch wieder bei Let's Go Evoli mit dabei seid. Und dann müssen wir mal gucken, was wir danach machen. Ob wir dann immer noch was machen. Ja, alles andere, wie gesagt, mache ich auf Screen. Es fehlen noch ein paar Sachen. Es fehlen die Items noch. Es fehlt wieder der Champ Cup. Also unser eigenes erstelltes Turnier noch. Ja. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin. Auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon.